Im letzten Video haben wir uns damit beschäftigt, wie ein Stapel, die Datenstruktur eines Stapels mit Java zu programmieren ist. Und hier versuchen wir den nächsten Schritt zu gehen, das generisch zu programmieren. Aber erst nochmal zurück, was wir bisher gemacht haben, was unsere Ausgangslage. Ein Stapel ist eine Datenstruktur. Der Name soll als Metapher erinnern an etwas wie zum Beispiel ein Bücherstapel. Und darauf sind vier Operationen definiert. Einmal ist die Frage, ist der Stapel leer? Ja oder nein? Das ist ein boolesches is empty. Das Top gibt uns den obersten Wert vom Stapel zurück. In dem Beispiel haben wir keine Bücher, sondern wir gehen davon aus, dass wir Zahlen stapeln. Und dann gibt es eine weitere Operation, die heißt Pop. Die, wenn man das etwas genauer nimmt, ist, welcher Stapel bleibt übrig, wenn ich unter das oberste Element gucke. Und Push vergrößert mir den aktuellen Stapel um ein weiteres hier Zahlenelement. Darum ging es in diesem Video hier, was Sie sich gerne noch anschauen können, zur Erinnerung und Auffrischung und auch zum Verständnis der generischen Programmierung. Hier unser Ausgangspunkt, die Stapelimplementierung, die in dem anderen Video ich programmiert und Ihnen vorgestellt habe. Wie können wir uns das vorstellen? Es gibt zwei Klassen: Empty Stack, das hier abgekürzt in der Schreibweise, damit das Bild nicht zu groß wird, und eine andere Klasse ist Stack with Elements. Eine Instanz von Empty Stack bildet die Grundlage, weil wir ja in Objektstrukturen denken und irgendwo auf dem sogenannten Heap diese Struktur anlegen. Also möchte, das ist das Weltall, in dem unsere Objekte leben. Und wenn ich da einen Stapel zum Leben erwecken möchte, diese Struktur dort aufbauen möchte, brauche ich irgendwo einen Aufsatzpunkt, wo es losgeht mit dem Stapel. So ähnlich wie Sie einen Parkplatz haben können, wo der Parkplatz ein Marker ist, dass dort ein Auto sich draufstellen kann, um für eine Weile dort zu parken. Der Empty Stack ist also eine Instanz, die ist der Aufsatzpunkt, und dann machen wir diese Struktur des Aufeinanders hier um 90 Grad gelegt nach rechts mit weiteren Objekten, die heißen jetzt Stack with Elements, die verkettet werden über einen Zeiger der Referenz, die heißt Previous. Da bauen wir also die Stapelstruktur auf, wie gesagt, um 90 Grad gelegt, also jetzt zur Seite, und hängen an diese Struktur unsere Stapelelemente dran. So macht man das eben in einer objektorientierten Modellbildung von Welt, die solche Organisationsprinzipien wie das des Stapels erfassen soll. Soweit klar, ne? Element ist die Variable, die in dem Fall den Zahlenwert dann aufnimmt. Und in dem Bild ist Stack nichts anderes als eine Variable, die zeigt auf diese Datenstruktur. Das hier zeigt die Klassenimplementierung, zeigt das Grundprinzip des Aufbaus für Stack with Elements. Wir haben zwei private Variablen, das Element und das Stackable Previous, alles von dem Interface abgeleitet. Und da müssen wir nur, wenn wir den Konstruktor aufsetzen, sagen, das ist halt das Vorgängerelement. Das ist immer der Zeiger auf das vorangehende Element auf dem Stapel. Immer in Bezug, weil wir nicht Bücher direkt stapeln können, sondern wir brauchen ja diese Trägerstruktur, die stapeln wird. Und dann das entsprechende Element dazu. Der Code, der dazu entstanden ist, den zeige ich hier Ihnen nochmal und den gehen wir ganz kurz nochmal durch. Es gibt also dieses Interface, das haben wir eben besprochen, mit einer kleinen Besonderheit, dass hier zwei Default-Implementierungen vorhanden sind, die sagen, dass diese Operation nicht vorhanden ist. Warum ist das gemacht? Das kommen wir mal gerade flott runter. Für die Klasse Empty Stack, die also diesen Aufsatzpunkt für einen Stapel deklariert, gibt es selbstverständlich die Operation isEmpty, die ist dann true. Dann haben wir noch eine Selbstrepräsentation toString und wir haben die Möglichkeit, einen Push zu machen mit einem Element, wo wir dann Stack with Elements aufrufen. Unser Vorgängerzeiger ist jetzt genau diese Instanz. Ja, und die Operationen wie Top und Pop machen hier gar keinen Sinn und dafür dient dann die Default-Implementierung Unsupported Operation Exception, also diese Ausnahme wird dann geworfen.
und zeigt damit an, dass es keinen Sinn macht, diese Operation hier zu verwenden. Stack with Elements ist schon mal klar. Haben wir eben besprochen, da gibt es noch eine statische Methode, die uns nur erlaubt, auf eine elegante Art und Weise sehr viele Elemente schnell aufeinander zu pushen. Hier ist unser Konstruktor, ist empty, ist false. Stackable ist jetzt hier das Push, wo wir einfach sagen, ja, wir brauchen eine neue Instanz, ein neues Trägerelement, verweisen auf uns, die wir gerade die aktuelle Instanz sind und fügen in die neue Trägerinstanz das Element ein. Wenn wir einen Top machen, wollen wir einfach wissen, was ist das oberste Element. Machen wir einen Pop, geben wir den Stapel zurück, der unter mir liegt, meiner aktuellen Instanz. Und hier haben wir noch eine Selbstdarstellung to String, die gibt, das sehen wir dann gleich auf der Konsole so schön, die ganze Struktur auch visuell aus. Das Problem an dieser Stelle ist, warum dieser Code, so schön er gerade daherkommt, eine Schwierigkeit hat. Das ist, wenn ich andere Typen verwenden möchte, also andere Objekte, die ich stapeln möchte. Dann brauche ich für diese Trägerstruktur jedes Mal eine neue Implementierung. Nehmen wir an, wir haben eine Klasse Buch und wir wollen jetzt Buchobjekte stapeln. Wieder haben wir diese Stapel. Trägerstruktur, die das Organisationsprinzip des Stapels umsetzt. Und wir müssen jedes Mal dranhängen, hier ein Element vom Typ Book. Das heißt, wenn wir jetzt in den Code gehen, dann müssen wir jetzt an allen Stellen, da müssten wir jetzt ein Stackable Book Interface erzeugen. Und dann müssten wir hier sagen, ja, du bist vom Typ Book. Und auch wenn wir hier etwas pushen, dann muss da auch ein Typ Book hin. Das bedeutet auch für unsere Implementierung, dass wir an allen Stellen, wo hier ein Integer steht, jetzt den Typ Buch eintragen müssen. Wollten wir eine andere Klasse als Grundlage nehmen, die wir stapeln möchte? Was könnte das jetzt zum Beispiel sein? Häuser. Wir wollen Häuser stapeln. So unsinnig das ist, aber in der objektorientierten Welt geht das selbstverständlich. Dann brauchen wir eine Stack with Elements Implementierung, die statt Int und die andere, die statt Book, jetzt eine Haus, also Häuser stapeln kann. Das ist natürlich nicht besonders clever, das für jeden neuen Typ neu auszuimplementieren. Und deswegen, das wurde schon sehr früh in der Programmierung eingeführt, die Idee generischer Programmierung, dass man also typgenerisch programmieren kann. Und im Grunde ist die Idee gar nicht so viel anders als das, was Sie sowieso schon kennen, wie man mit Variablen programmiert. Variablen enthalten die Werte von einem Typ. Und jetzt führt man Typvariablen ein, die als Wert ein Typ übernehmen können. Nämlich alles, was sich an dem Code nur unterscheidet, ist der Typ, den wir ändern müssen. Und das schreibt man in Java mit diesen Spitzen, sogenannten Spitzenklammern. Und dann kommt ein Typvariable, hier wird erwähnt, die dafür sorgt, dass der Code, der die Implementierung anzeigt, konfigurierbar ist auf den Typen, den ich übergebe, wenn ich eine Instanz erzeuge. Und so führt es dann dazu, dass wir mit jeder Instanz, die wir erzeugen, oder neuen Stapel, den wir anlegen, angeben, von welchem Typ bist du, das also darüber konfigurieren und dann im Code wird das angepasst und so kann ich für jeden beliebigen Typ einen Stapel aufbauen. Schauen wir uns das mal an, was das bedeutet, wenn wir jetzt unsere Implementierung anpassen. Das ist, wie wir gerade gesehen haben, dass wir in dem Code hier an allen Stellen, wo im Augenblick nichts steht, diesen Typparameter einführen müssen, also diese Typvariable einbringen müssen, um zu sagen, dieses Interface ist stackable und stapelt folgenden Datentypen. Und in Konsequenz können wir jetzt diesen konkreten Typ ersetzen durch die Typvariable. Das gilt auch, jetzt muss ich sehr sorgfältig aufpassen und ich habe sie leider jetzt nicht als direkten Dialogpartner, um auf mich aufzupassen. Das muss ich jetzt an allen Stellen sorgfältig machen, genauso auch hier, dass ich sage, da kommt wieder etwas Stapelbares zurück, aber der Typ muss auch korrekt sein an dieser Stelle. Also gucken wir uns das hier weiter an. Das implementiert das hier. Da müssen wir dann wieder ein T reinsetzen. Stackable
T previous. Das lassen wir mal gerade außen vor, wie das hier aussieht. Da müssen wir gleich mal tüfteln. Dann haben wir die Stack with Elements, müssen wir auch. Stackable. Und hier ein T. Und dann haben wir noch was weiter. Stackable T. Auch hier ein T rein. Das Top. T. Stackable. Könnte man natürlich auch schneller haben. Ich möchte nur, dass wir das beide gemeinsam sehenden Auges tun, was hier wirklich zu erledigen ist. Und wir schauen auch gleich, ob wir das alles sauber im Griff haben, was wir hier gemacht haben. Und auch an dieser Stelle das T noch. Und dann sollten wir soweit durch sein. Schauen wir mal an, was da passiert. Ich starte jetzt die JSON nicht nur mit dem, was ich gerne mache, dass ich die Assertions enable, weil wir haben Assert Statement da drin. Das minus V sagt auch noch verbose, dann sehen wir immer Typangaben noch dazu. Dann öffnen wir unsere Datei Stack. So, und da haben wir schon den ersten Problemfall, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Hier, das schwante mir schon eben, als ich es tippte, aber dann ist man so im Business. Und da gibt es noch weitere Probleme, die hier auftauchen. Er sagt hier, er hätte irgendwas anderes erwartet. Lass mal gerade mal gucken, wo das hier ist. Previous beim. Wo sind wir hier? Stackable, ja, das haben wir doch gerade weggenommen. Müssen wir nochmal schauen, ob wir... Ja, müsste alles sonst gut sein. Ach hier, sorry, ich habe das hier weiter und übersehen. Unchecked call as a member of the raw type und so weiter und so fort. Sie sehen, da kriegen wir sofort diesen Hinweis, dass da irgendwas nicht stimmt. Unchecked call, hier müssen wir das T reinsetzen, da habe ich geschlafen. Dann gibt es das nochmal offenbar hier unten, genau, bei der empty. Speichern das. So, jetzt sind wir soweit. Erfolgreich, was cool ist. Und jetzt versuchen wir genau das mal zu tun, dass wir so etwas instanzieren. Wir sagen jetzt also ein Stackable, um das Beispiel wieder aufzugreifen von den Zahlen. Jetzt geben wir aber den Wrapper-Typen für Zahlen Integer an. Stack und dann machen wir zum Beispiel New Empty Stack. Dann sagen wir auch, du bist ein Integer. Und dann bekommen wir einen leeren Stapel, das ist unsere ToString-Methode und da sehen wir auch tatsächlich, dass eine Variable Stack von genau diesem Typ Stackable Integer. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, Stack Push eine 3. Und jetzt bekommen wir zurück, wir sehen diesen Stapel und auch wieder Stackable ist genau der Typ. Oder wir setzen noch eine 4 dahinter. Und jetzt kam ein unchecked call to push T as a member of the raw type. Und da haben wir dann weiter das Richtige dort stehen. Was ist da los an dieser Stelle? Wir sehen hier, da kommt der Typ stackable zurück. Das ist etwas, was man lernen muss, wenn man mit der generischen Programmierung arbeitet. Wenn wir irgendwo diesen Parameter T vergessen haben, dann geht das nicht gut aus. Wir haben das Push gemacht und da ist mir beim Programmieren offenbar eine kleine Unaufmerksamkeit unterlaufen. Gucken wir uns das gerade an, wo das sein könnte. Wir haben hier einmal das Push mit dem T und dann haben wir noch an der anderen Stelle das Push mit dem T. Stack with Elements.
Na, sehe ich es gerade nicht. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Stackable. Gucken Sie mal, hier habe ich den Fehler. Da oben im Interface habe ich das übersehen. So, nächster Versuch. Das ist in der Tat, Sie werden merken, wenn Sie mit generischer Programmierung arbeiten, das ist sehr häufig wird Ihnen das passieren, dass Sie vergessen, bestimmte Sachen komplett durchzutypisieren. Und dann, darum machen wir das auch hier, dann sehen Sie, was dann zwischendurch passiert und wie man sich da wieder rausholt. Wir haben also das Push nicht richtig gemacht und da hilft bei der JShell auch die Typangabe sehr schön dabei. Starten wir das Programm also wieder neu, machen hier unseren Stack. Das haben wir jetzt überschrieben, Stack, und machen unser Push 3. Und mir hätte es eben schon auffallen können. Jetzt sehen Sie, wir haben Stackable Integer. Jetzt ist alles richtig und alles gut. Und dann können wir auch noch hier einen Push 5 dazu machen. Und läuft alles wie geschmiert, wie es sein soll. Probieren wir noch einen Pop aus. Auch das gibt den reduzierten und nehmen wir einen Top. Auch das liefert mir ein Integer ganz so, wie es sein soll. Jetzt führen wir mal eine neue Klasse ein, zum Beispiel Class Book. Upsa, ein Book, von der wir jetzt Instanzen anlegen können. Das muss jetzt gar nicht weiter sinnvoll gefüllt werden. Wir wollen nur sehen, ob wir damit auch einen Stapel erzeugen können. Machen wir jetzt einen. Ich benutze diese Variable einfach weiter, konfiguriere sie aber jetzt nur neu, indem ich sage, jetzt hätte ich gern Stackable von Büchern, und zwar hier jetzt auch ein Book. Jetzt habe ich also einen Stack. Wir sehen Stackable Book. Wenn ich jetzt Stack Push mache und zum Beispiel ein New Book da drauf setze, dann bekommen wir ein Stackable Book zurück. Und was Sie hier sehen können, wie das so üblich ist in der JShell. Sie sehen, von dieser Klasse gibt es eine Instanz unter dieser ID der hexadezimalen Zahl. Und auch hier können wir jetzt ein Push und ein New Book, eine weitere Instanz draufsetzen. Und auch da alles gut, es klappt alles wunderbar. Nehmen wir mal einen Push, jetzt eine 7. Das wäre ja jetzt ein Integer. Und da sehen Sie dann die Schwierigkeit, das passt jetzt nicht mehr. Da heißt es inkompatible Typen, ints kann nicht auf ein Buch konvertiert werden. Das ist jetzt nicht möglich. Soweit, so gut. Wir haben also unseren Code jetzt mit den generischen Typen ausgestattet, also generisch, typgenerisch aufgerüstet. Und jetzt noch die Frage, das waren jetzt alles ganz normale Variablen, die wir hatten und Objektmethoden. Was jetzt mit dieser statischen Methode? Wie können wir das denn machen? Probieren wir uns auch daran gerade noch, weil das ist ein zu schöner Komfort, mit dieser Stack off, diese Stack with Elements off zu arbeiten. Dass hier ein T hin muss, ist selbstredend. Auch hier muss wieder New Empty Stack von dem T. Das machen wir alles so, wie wir es eben auch schon hatten. Hier muss auch ein T hin. So, das könnte ja vielleicht genügen. Schauen wir uns mal an, was da passiert, wenn wir die Klasse wieder laden. Er beschwert sich wieder bitterlich und kommt da drauf, dass das hier irgendwie nicht korrekt angegeben ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie parametrisiert man denn diesen Code hier an der Stelle. Das ist jetzt einmal wieder Stackable T. Das hätte ich auch noch machen sollen, ne? Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Nee, er beschwert sich immer noch. Und wir können auch sehen, dass er mit der Variable t hier an dieser Stelle nicht so ganz zurechtkommt, weil diese Typisierung dort ist ja für Objektinstanzen gedacht. Und wenn ich keine Instanz anlege, sondern mit einer statischen Klassenmethode arbeite, dann haben wir an der Stelle ein Problem. Wo kommt jetzt, irgendwo muss hier jetzt so ein Typ Geschichte hin. Vielleicht gehört er hier hin. Probieren wir das mal gerade. Nee, da beschwert er sich. Davor kann irgendwie nicht sein. Das macht nichts. Machen wir mal hier. Und
Jetzt sagt er, oh ja, alles gut, aber er kommt hier mit so einer seltsamen Meldung. Wenn Sie danach mal jetzt recherchieren auf Google, dann werden Sie feststellen, da gibt es eine Lösung für. Das ist, weil das ja ein Array von T's ist, da gibt es eine Lösung für, da gibt es so eine Annotation, save var args. Das setzen wir jetzt hier hin. Jetzt lassen wir das durchlaufen. Jetzt ist alles gut. Wieder probieren wir mal aus, ob unser Code so funktioniert. Wir wollten ja jetzt das hier nutzen, um leichter Sachen auf dem Stapel abzulegen, also einen neuen Stapel anzulegen. Und da in dem Fall jetzt nehmen wir Stack with Elements. Nehmen wir mal Bücher. Das eine Buch. Das zweite Buch. Lassen wir das mal gut sein damit. Was habe ich? Da habe ich irgendwas Illegales. Probieren wir das gerade ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Klasse Buch, Stack with Elements, immer ein Integer. Off. Habe ich das vielleicht nicht richtig gemacht? Wir gucken gleich mal. 1, 2, 3. Geht auch nicht. Was ist hier los? An welcher Stelle haben wir jetzt hier ein Problem? Jetzt hat es geklappt. Was ich Sie damit neu ermuntern wollte, ist, dass Sie ein bisschen experimentieren, wie die Sachen so funktionieren. Das ist nicht ganz so intuitiv, aber diese Sachen, die Vorversuche, konnten nicht wirklich funktionieren, weil das Stackable, was wir da eingeben, also wir sind hier an dieser Stack with Elements, das ist ja nur die Klasse. Da hat es gar keinen Sinn gemacht bei der Geschichte, was ich eben versuchte im ersten Anlauf, da den Typ hinzumachen, den Parameter. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann sehen Sie diese natürliche Reflex, dass man sagt, das müsste direkt dahinter kommen. Nee, das ist halt bei Java etwas anders gemacht. Sie setzen das vor, genauso wie wir das im Grunde hier mit angezeigt haben. Wir sagen, diese Methode ist parametrisiert, hier dieses off, ist eben eine statische, also muss das da vorgesetzt werden. So haben wir das. So, und wenn wir das jetzt hier hingekriegt haben, können wir selbstverständlich auch die Buchklasse haben wir, glaube ich, noch. Machen wir das gerade so. Stack with Elements Book. Jetzt können wir New Book und New Book. Also wir setzen jetzt einfach ein paar Instanzen hier hin. Und wieder habe ich, mal gucken, gerade New Book. Ach, ich habe gerade, Entschuldigung, den Fehler gemacht. Ich habe den unglücklich übernommen. Wo ist er jetzt, mein Code, abgeblieben? Na komm. Ich habe hier nur gerade schon wieder den Fehler gemacht. Nicht aufgepasst, das da vorzusetzen. So, jetzt haben wir unseren Stapel, der jetzt aus Büchern besteht, wie das unser Eingangsbild auch nahegelegt hat. Wir können jetzt mit der 43 zum Beispiel, hier ist sie wieder, können wir jetzt einen Pop machen, dann bekommen wir den reduzierten Stapel zurück. Und hier können wir auch wieder sehr schön sehen an der Typangabe. Es ist wirklich ein Stackable von Büchern. Und an den IDs können Sie auch sehen, dass das wirklich die richtigen Objekte nach wie vor sind. Stellen wir zum Beispiel die Frage, hier ist empty. Kommt zurück. False. Wenn wir noch ein Objekt mit Pop entfernen oder den geringeren Stapel und nochmal ein Pop darauf machen, dann ist der leer, ist empty, fragen wir nochmal nach. Tatsächlich ist das so der Fall. Würden wir auf diesen leeren Stapel noch ein Pop machen, kommt unsere Unsupported Operation Exception. Das war die Demo dafür, wie Sie den Code jetzt wie wir den generifizieren, also typgenerisch programmieren. Sie haben gesehen, dass das
von der Idee gar nicht so schwer ist, dass wir die Typen, die konkreten Typen, ersetzen durch eine Typvariable, das entsprechend angeben müssen im Interface und in den implementierenden Klassen und ein bisschen darauf achten müssen, das nicht zu vergessen, das systematisch durchgängig zu machen und bei statischen Methoden, dass diese Typvariable eingeführt wird, da vorne, also links. Und jetzt noch eine Geschichte, damit Sie die auch mal sehen, weil das passiert einem schnell mit der generischen Programmierung, dass man auch so einen Fehler macht. Nehmen wir mal an, wir haben ja angefangen, irgendwann unseren Stapel zu deklarieren. Hier ist Stack. Mal gucken gerade, dass wir die Zeile, na, bringt er mir gerade nicht zurück. Also wir haben ein Stapel, Stackable, eben gehabt. Stack und gleich New Empty Stack zum Beispiel. Das geht gerade und was Sie aber sehen, was Sie normalerweise nicht wahrnehmen, weil Sie außerhalb der J-Shell und wenn sich diese Typinformation nicht anzeigen lassen, sehen Sie auf einmal, das ist nur Stackable und Sie haben keine Parametrisierung vorgenommen. Und das macht Ihnen ganz eigene Probleme. Wenn wir jetzt hier was drauf pushen, eine 7, sehen Sie, was da passiert? Jetzt sagt er, oh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Wie soll ich das tun hier? Er macht hier eine Warning. As a member of the raw type stackable. Also er ist irgendwie nicht in der Lage, diese Typüberprüfung sauber zu machen. Er liefert uns zwar hier ein Ergebnis ab, aber das ist nicht so ganz. Gucken Sie mal hier, können wir das noch? So, und es wird die nächste Warnung rausgegeben. Das hat damit zu tun, dass er also jetzt die Oberklasse Object dafür genommen hat und jetzt alles Mögliche hier zulässt. Das ist aber nicht mehr im Sinne des Erfinders. Wir wollen ja einen Stapel haben, der eine bestimmte Art von Objekten stapeln lässt und nicht irgendetwas. Und diese Warnings sind eigentlich total wichtig. Die sind für Sie immer ein Indikator, dass Sie in aller Regel mit der Typprogrammierung, wenn Sie das generisch gestalten, irgendwas nicht sauber aufgesetzt haben und dann Schwierigkeiten bekommen. Und das ist leider von diesen Angaben nicht immer so leicht darauf zu kommen, was man da falsch gemacht hat. Also dass man hier an dieser Stelle vergessen hat, den Typ anzugeben, das ist schon schnell passiert, wirklich schnell passiert. Wir können auch hier mal gucken, was das Ihnen liefert. Sie sehen, das geht. Das ist dieser Diamond Operator, dass Sie das nicht nochmal wiederholen müssen. Wenn wir jetzt also Stack hier nochmal angeben, ist alles gut. Und Push 7 geht. Nehmen wir den Stack und würden jetzt ein Push New Book machen. Dann sehen Sie, es kommt ein eindeutiger Fehler zurück und jetzt keine Warning mehr, weil die Typen sauber aufeinander abgeglichen werden. So viel, das war's, was ich Ihnen zur generischen Programmierung zeigen wollte, wie wir also den Code, den wir hatten, der für konkreten Typen aufgesetzt wurde, typgenerisch machen für beliebige Arten von Objekten, die wir jetzt stapeln können. Und Sie haben auch gesehen, dass es so ein Prozess ist, dass man sehr aufmerksam bei dieser Programmierung sein muss, durchaus einige Fehler machen kann. Schauen Sie sich auch in diesem Video an, wo bin ich warum über etwas gestolpert und wie hat sich das Problem dann auflösen lassen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.